So, Freunde, es wird wieder Zeit für einen neuen Part von Let's Play 102 Lalabatina und wir sind Devil anwesend. Düm, 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 düm. Und vorher geht's zum Bilderbuch und mal gucken, was sich da getan hat. Alles fertig und es fehlen noch zwei Level. Die letzten zwei Level vor dem Ziel. Vor dem Final Fight mit Cruella de Vil. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal und zwar mit dem guten Domino. Und ich habe ja im letzten Part oder am vorletzten Part von diesem Soundtrack gesprochen. Und ja, jetzt hört einfach rein. Hallo, junger Freund. Sergeant Tibbs wieder zur Stelle. Ich habe Befehl vom Colonel, dir hier zu helfen. Mit Sicherheit ist einer von den Baden-Brüdern im Haus. Deshalb gehe ich als Kundschafter voraus und suche eine gute Stelle für einen Hinterhalt. Danke, Tibbs. Bis gleich. Ist das nicht creepy vom Soundtrack her? Genau perfekt für dieses ultra gruselige Grünanwesen mit ziemlich geilen Tellern, in denen sogar Knochen versteckt sind, wie auch immer das gehen soll. Das zum Beispiel habe ich damals nie für möglich gehalten, dass sich in Tellern Knochen verbergen können. Boah, und der Soundtrack hier ist so übelst creepy-mäßig und zugleich auch so genial und passend. Das ist nämlich hier die vorletzte Stage dieses Games. Und wir sind auf bestem Wege, 100% zu schaffen. Und ich werde auch hier nochmal alle Knochen einsammeln und natürlich alle Welpen. So, was danach kommt, werde ich euch in den Credits verraten. Und zwar nicht nur als nächstes Projekt, sondern noch, was ich mir ausgedacht habe, was ich euch als kleines Bonus hier anbiete. Denn ich denke mal, wenn wir alle Welpen gefunden haben und alle Knochen, dann steht die 100%. Aber es gibt ja noch... Nein, das ist sowieso schon... Ja, es sind die Minispiele. Ich werde euch einige der Minispiele zeigen, welche das sein werden. Das werdet ihr dann sehen. Da war gerade Horace, der vor dem Fernseher eingeschlafen ist, was mir selber auch schon passiert ist. Hat's richtig gemütlich hier mit seinem kleinen Lagerfeuer. Voll die Spinne da oben. So, Tibbs hat ja von der Falle gesprochen. Die ist nämlich hier, wo das Kreuz dem Boden ist. In diesem riesigen Raum, der nur für uns so riesig ist. Weil wir im Kleinen sind. Ein kleiner, süßer Welpe. In einer großen, finsteren Welt. So, Tibbs wartet schon da oben auf uns. Die Knochen hier sind ein bisschen schwierig zu erreichen, denn wir müssen jetzt ein bisschen elegant darunter sliden, um sie uns zu holen. Obwohl ich glaube, wir können einfach runterrutschen. Dann dürfte das auch funktionieren. Dann ist Tibbs da gleich hin. Das war jetzt nicht ganz so geplant. Da hat mir gerade die Kamera ein bisschen rumgefuscht. Böse Kamera!
so, verstehe. Ich bin... Man rutscht auf diesem blöden Geländer ein bisschen zur Seite. Das ist natürlich blöd. Moment, kann ich mir den so holen? Ja. Geschafft. Das Leben da oben soll mir gerade ein bisschen egal sein. Und ich hasse es gerade, dass ich hier ein bisschen entlangslide. An diesem blöden Geländer. Jetzt komm schon. Ja, wunderbar. Das Leben ist mir egal. Gehen wir mal zu Tipps und schauen, was er zu sagen hat. Alles klar. Hier ist mein Plan. Ich habe die Uhr manipuliert. Bell sie an und die Uhr macht einen Krach, der Tote wecken könnte. Naja, zumindest Horace. Hört sich einfach an. Und dann? Wenn Horace diesen Raum betritt, lockst du ihn unter den Kronleuchter. Den Rest übernehme ich dann. Wird gemacht. So, bevor wir runtergehen, will ich noch hier oben die restlichen Knochen sammeln und den Toaster zerstören. Denn der hat auch Knochen für uns. Und natürlich den, ich glaube, ersten Welpen befreien. Ja, das war der erste. Nur keine Sorge, wir werden noch alle finden. Ach stimmt, wir sollen die Uhren bellen. Die ist ja manipuliert worden. Was zum Geier ist denn das? Er kommt. Also, auf deinen Platz. Diesmal kommst du mir nicht davon, du Tölle, du. Wieso bleibt denn der Köter jetzt stehen? Oh oh. Nicht der Kronleuchter. Ich würde sagen, Licht aus und gute Nacht. Vor allem... Man sagt ja noch was? Hoffentlich ist Jasper nicht sauer auf mich. Daneben! ziemlicher Blöde, Jan. Anstatt dass er einfach mal zur Seite springt. Nö, er muss einfach nur stehen bleiben. Die meisten machen den Fehler und bleiben einfach wie gebannt stehen. Und dann, bums, passiert genau das. So, ich glaube, Tipps ist wieder weg. Oder ist er noch da? Ich will gerade mal gucken. Nee, Tipps ist schon wieder weg. So, na egal. Dann konzentrieren wir uns halt weiter auf unsere Suche. Und fangen mal hier an. Hier ist nix. Man kann die Bilder wegbellen und wenn das passiert, dann findet man so kleine Nischen. Da sind Knochen. Und hier ist auch ein Welpe irgendwo. In einer der Bilder. Ich glaube hier. Ja. Hey, ist das gut, da endlich rauszukommen? So, wo kann man noch rein? Da drüben zum Beispiel kann man noch rein. Jetzt müssen wir etwas mit dieser Statue da oben machen. Wahrscheinlich ein naher Verwandter von Cruella oder Cruella selbst. Fakt ist, es sieht ziemlich hässlich aus. Da ist noch ein hässliches Bild von Cruella. Das entfernt Mauer von der Wand. Das würde sonst die Wand beschmutzen. Ist hier noch was? Nein? Jetzt haben wir, glaube ich, alle Bilder entfernt. Da gehe ich noch nicht rein, da geht es eine Etage tiefer. Ich kann diese Teddys absolut nicht. Oh, du bist mein Held. Ausstehen.
Da sind noch Knochen. Hier gab es, glaube ich, noch ein kleines Secret. Ach so, ist bloß so eine Art Lift. So eine Art Speiselift von der Küche zum Schlafzimmer oder so. Wahrscheinlich für Frühstück am Bett oder so. Keine Ahnung. So, gucken wir mal, wo es denn da hinten runter geht, hinter dem Bett. Da ist nämlich noch ein kleiner Gang. Das sollte jetzt nicht so passieren. Aber Gott sei Dank haben wir die Rollattacke und können ein bisschen tricksen. So. Und... Nee, hatte ich nicht recht. Schade. Ich glaube, die Restknochen gab es hier unten. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da fehlen eine ganze Menge Hunde noch. Mann, hab ich einen Hunger. Boah, das glaube ich dir. Zuerst mal wieder nach oben. Weil da war man noch nicht ganz fertig gewesen. Da gab es nämlich noch einen Raum, wo noch ein Welpe war. Hier zum Beispiel. Wo geht's hier zum Klo? Okay, und irgendwo war noch einer. Was sagt die Nase? Die Nase führt uns in dieses Zimmer. Zu einem Hotdog. Hotdog, ja? Hamburger. So, Nase, was willst du mir sagen? Okay, du willst mir sagen, dass da ein Knochen ist. Danke, mein liebes Gespür. So, wohin führt mich meine Nase? Zu einem Welpen? Das ist nice! War das eng da drin? Dann fehlen praktisch nur noch Knochen. Da ist schon mal, glaube ich, einer. Ja, dann fehlen noch 5. Ja, ich werde gleich speichern, wenn ich hier mit dem Level durch bin. Früher aber auch nicht. Gut, hier ist noch ein Knochen. Dann fehlen noch 4. Okay, die Nase führt uns Richtung Ausgang. Sind noch Knochen hier oder wie? Ja, da sind zum Beispiel 2. Dann fehlen noch 2 Knochen. Da will ich jetzt noch nicht rein, das ist bloß der Ausgang. Weil es fehlen ja noch... Ja. Ein Welp fehlt. Nee, ein Welp fehlt, glaube ich, nicht. Nur ein Knochen oder so. Ich denke mal, meine Nase wird mir schon...
in die richtige Richtung weisen, in der der Knochen vergraben liegt. Nein, ich möchte nicht speichern. Das wäre ein bisschen früh. Erst will ich hier alles fertig kriegen. Ich glaube, ich weiß, was da gewittert hat. Wahrscheinlich das Leben da drüben. Wohin führt die Spur? Die Spur führt mich gerade übers Loch. Ist das letzte Knochen? Nein, noch nicht. Einer fehlt noch. Hoffentlich führt mich die Schnüffelspur jetzt zum letzten Knochen. Dann kann ich nämlich aus dem Level raus. Moment, der ist hier oben vergraben? Sag nicht, der ist hier oben vergraben. Im Holzboden? Wie soll das denn gehen? Wie soll denn so ein Knochen im Holzboden vergraben sein? Moment. Soll das ein Scherz sein? Du hast mich gerade den ganzen Weg hergeführt, nur mit dem Leben? Egal. Einfach nur weiter. Es war schön, dass du mir das einen Weg zum Leben gezeigt hast, aber ich würde gerne meinen letzten Knochen finden. Nein, den Papagei will ich auch nicht finden. Den letzten Knochen. Mehr will ich nicht. Ist er hier drin? Das wäre nämlich sehr, sehr sweet. Die Spur führt mich zum Schlafzimmer. Das ist gerade nervig. Wo ist denn dieser Knochen? Jetzt bitte sag hier unten. Nein, nicht zum Ziel. Mann. Ach so, dahin. Das ist mich ja irritiert. Na Donnerwetter. So, speichern. Und Tschüssikowski, bis zum nächsten Part.